Was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Im heutigen Video geht es wieder um meine 10 Favorite Pieces der Woche. Los geht's! So Leute, eine Woche ist rum und ich habe wieder 10 Pieces im Internet gefunden, die mir ganz gut gefallen. Und ja, wir reden gar nicht lange rum, denn wir fangen direkt an mit den 10 Favorite Pieces der Woche, mit dem Piece Nummer 1. Los geht's. So Leute, fangen wir an mit dem Piece Nummer 1. Piece Nummer 1 habe ich auf Mr. Specs gefunden. Denn, ich sag mal, der Sommer beginnt. Sonnenbrillensaison ist quasi hoch im Kurs. Und dementsprechend habe ich nach einer coolen Sonnenbrille gesucht. Wer mich kennt, ich bin ein riesiger Fan von der klassischen Ray-Ban Wayfarer. Allerdings muss man bei Sonnenbrille immer mit so um die 150 Euro rechnen. Und ich habe mir gedacht, ich suche einfach mal eine sehr coole Alternative raus. Wie gesagt, an der Stelle, das ist auch keine Werbung oder sonstiges, sondern das ist einfach nur eine Empfehlung. Natürlich werde ich trotzdem an der Stelle Werbung einblenden, das ganze Video über, weil ihr eine Produktempfehlung bekommt und da kriege ich nachher einen auf den Deckel. Aber die Sonnenbrille, die ich hier gefunden habe, kommt dieser ganzen ganz klassischen Ray-Ban Wayfarer-Brille sehr, sehr nah. Und deswegen fand ich die eigentlich sehr nice und ich habe sie mit reingepackt als Piece Nummer 1 für 47,95 Euro. Und das Coole daran ist, ihr könnt sie sogar mit Sehstärke bestellen. Da kostet sie rund 88 Euro. Finde ich eigentlich ziemlich cool, weil es da gerade 40% Rabatt drauf gibt. Und ich kann euch sagen, mit dieser Marke, Co-Optical, ist eine Eigenmarke von Mr. Specs, habe ich sogar schon Erfahrungen gemacht. Das ist eine sehr gute Brille. Deswegen checkt das auf jeden Fall ab als Piece Nummer 1. So, machen wir weiter mit dem Piece Nummer 2. Und Piece Nummer 2 ist ein sehr, sehr teures Piece. Ja, ich habe diesmal auch wieder was Teures mit reingepackt, aber keine Sorge, das wird das einzige teurere Piece hier in den 10 Favorite Pieces der Woche bleiben, denn ich fand es einfach nice, denn ich fand die Jacke wirklich cool und die gibt es gerade, ich habe die jetzt hier gefunden bei, glaube ich, Endclosing. Ja, Endclosing und das ist die neue College-Jacke von Off-White. Ich finde sie wirklich sehr, sehr cool. Allerdings, mir persönlich wäre sie aktuell zu teuer. Trotzdem fand ich sie sehr nice, deswegen habe ich sie mit reingepackt. Und was mir an der Jacke sehr cool gefällt, dass sie einfach sehr schlicht gehalten ist. Also sie hat einen sehr coolen, wirklich einen coolen Kragen. Der gefällt mir extrem gut. Und dann hat man dazu noch dieses simple Schwarz, Schwarz und Schwarz. Und dann diese Highlights, ich sag mal vorne drauf, Off-White Design Studios 2013. Und hinten drauf nochmal das fette Off-White Symbol. Gut, das ist ein bisschen plakativ, da muss man drauf stehen, aber ich finde die Jacke eigentlich ganz cool und größentechnisch, wen wundert es bei dem Preis, ist noch alles am Start. Also ich sag mal, das ist ja auch nicht so ein Piece, was sich jedermann kauft und jedermann kaufen kann. Deswegen trotzdem eine Empfehlung, weil ich die Jacke echt cool finde. Und das ist Piece Nummer 2. So, machen wir weiter mit Piece Nummer 3 und wer mich kennt im Sommer, ich bin ein riesiger Fan von Kurzarmhemden. Und wer hätte es anders gedacht? Ich habe wieder ein cooles Kurzarmhemd bei Mango Man gefunden. Ja, ich weiß, ich leihe euch immer einen voll von Mango Man. Aber ich muss sagen, die bringen den, die treffen meinen Geschmack auf jeden Fall ziemlich sehr. Und ich finde dieses Hemd kurzärmlich, dann das wirkt so ein bisschen wie so ein Bowlinghemd, Sommerhemd. Wirklich sehr, sehr nice und das wird auf jeden Fall gekauft. Es ist ein sehr cooles Hemd, mir gefällt es extrem gut. Perfekt eigentlich für den Sommer. So wie er es kombiniert ist auf dem Foto hier mit Jeans oder ich sag mal mit einer Leinenhose oder ich sag mal mit einer Shorts. Wirklich ein sehr cooles Hemd. Ich könnte es mir auch offen vorstellen im Sommer, wenn man zum Strand geht. Die Variationen hierbei sind wirklich immens, gerade im Sommer und deswegen fand ich es echt nice. Und ich habe es mit reingepackt und wie gesagt, das steht bei mir ganz, ganz oben auf der Liste und wird safe gekauft. Machen wir weiter mit dem Piece Nummer 4 und Piece Nummer 4 ist hier nochmal im Detail das Hemd. Gesagt, sehr nice. Sehr, sehr nice. So, machen wir weiter mit dem Piece Nummer 4 und Piece Nummer 4 sind ein paar Schuhe und zwar habe ich diese Schuhe gefunden bei Converse bzw. bei Asphaltgold. Wer den Shop nicht kennt, ist ein Premium Sneaker Store und die haben diese sommerlichen Converse Chucks jetzt hier in so einem Line Edition oder upcycled, quasi recycelt, Recycler Stoff, daraus werden die gemacht. Jetzt gerade reinbekommen, die sind noch relativ neu. Und ich muss sagen, mir gefallen sie echt gut vom Colorway, dieses Beige, Creme-Weiß. Wie gesagt, wenn ihr das hier so seht, sehr cooler Schuh, kann ich mir im Sommer echt extrem gut vorstellen, anziehen zu können. Ist meiner Meinung nach auch wirklich ein Sommerschuh. Vielleicht mal im Frühling oder Herbst würde ich den schon wahrscheinlich nicht mehr tragen, aber ein Sommer-Frühlingsschuh. Und ja, gefällt mir echt gut. Könnt ihr auf jeden Fall abchecken. Auch da findet ihr den Link unten wie immer in der Infobox. Und ja, sehr, sehr nice.
Sehr cooler Schuh. So, machen wir weiter mit dem Piece Nummer 5. Und Piece Nummer 5 habe ich gefunden bei Weekday. Wer mich verfolgt, ich gucke da immer ganz gerne rein. Weekday, sehr coole Marke, haben auch für den bezahlbaren Kurs immer was Nettes am Start. Und ja, ich habe da ein T-Shirt gefunden in diesem Grau meliert. Ich bin ja sowieso so ein Riesenfan von Grausachen, unter anderem auch, trage ich sehr, sehr gerne. Und die haben ein cooles T-Shirt da am Start mit einem, ich finde, einen sehr nice Colorway. Und wie gesagt, mir gefällt das extrem gut. Ich würde da auch wieder Richtung L tendieren. Ich weiß nicht, ob es gerade L noch gibt, zur Not auch M, aber es hat einen sehr coolen Fit, so ganz leichte Drop Shoulders und erinnert mich sehr an unser T-Shirt, was jetzt quasi rauskommt. Und ja, sehr cool. Wir machen leider kein graues T-Shirt, aber ich denke, das wird wahrscheinlich auch noch den Weg in meinem Kleiderschrank finden, weil ich es echt cool finde. Und ja, könnt ihr auf jeden Fall abchecken. Auch hier findet ihr den Link unten in der Infobox. Wieder eine Empfehlung ausgesprochen. So, machen wir weiter mit dem nächsten Piece. Ja, das nächste Piece ist ein Anzug. Wer hätte es gedacht, dass mal wieder ein Anzug bei mir reinkommt? Nein, ich gucke ja mal relativ oft, dass ich in meinen 10 Favorite Pieces der Woche verschiedene Stilrichtungen mit abdecke. Wie gesagt, ich versuche nicht nur Hype-Sachen oder nur, ich sag mal, irgendwelche crazy Sachen, sondern ich versuche alltagstaugliche Dinge, die wirklich mir auch gefallen, die ich mir kaufen würde und die ich gut weiterempfehlen kann. Deswegen, dieser Anzug hat mir echt gut gefallen, ist Harntritt. Was ist jetzt Harntritt? Ich zeige euch das mal ganz kurz auf den Bildern. Harntritt ist ein bestimmtes Muster. Hier sieht man das auch, das ist ein ganz bestimmtes Muster. Und ja, der gefällt mir echt gut, sieht so leicht grau, hellgrau aus. Ich bin im Moment, wie gesagt, auf diese hellere Farben echt ein bisschen hängen geblieben, aber gefällt mir echt gut. Und den gibt es gerade bei Suit Supply. Natürlich für 380€ nicht ganz so günstig, aber ich denke, das wird ein sehr, sehr hochwertiger Anzug sein. Und das könnt ihr auf jeden Fall auch abchecken. Und ja, gefällt mir auch gut. Vielleicht gefällt er euch auch. Und dann kommen wir schon zum vorletzten Piece. Und ihr werdet euch wundern, warum ich keine 10 Pieces rausgesucht habe, aber für diesen Sommer braucht ihr auf jeden Fall, meiner Meinung nach, und ich denke, der eine oder andere Sommerurlaub wird vielleicht sogar noch kommen, zumindest ist es meine Hoffnung, denn meine Hoffnung stirbt zuletzt. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass, wenn sich die Möglichkeit ergibt, dass man wieder, ich sag mal, bedenkenlos reisen kann, werden wir wahrscheinlich auch den Weg in den Süden wagen. Mal sehen, aber wie gesagt, für diese, ich sag mal, Situation habe ich mir gedacht, eine coole Badehose, ich guck mal danach und ich bin auf jeden Fall fündig geworden. Ich habe eine coole Badehose gefunden und zwar bei Gant. Wer hätte es gedacht, einer meiner Favorite Marken und Gant hat auf jeden Fall eine sehr coole Badehose. Ich mag dieses Blau-Weiß extrem und dazu ist das ein Seasucker. Also es ist ein ganz bestimmtes Material, wirklich sehr angenehm zu tragen. Ist so ein bisschen wellig, kann man schlecht beschreiben, wenn man das noch nie in der Hand hatte. Aber Seasucker, auch ein sehr cooles Material für den Sommer und gefällt mir extrem gut. Und ja, auf jeden Fall eine dicke Empfehlung als Badehose. Natürlich Geschmackssache, aber ich finde, eine Badehose kann schon so sitzen. Und ich bin auch kein Fan von diesen, ich sag mal, Clip-Badehosen, wo man genau die Größe haben will. Dieser flexibel Bund gefällt mir persönlich besser. Und ja, sehr nice, sehr, sehr nice. So, und dann kommen wir schon zu den letzten Pieces, wie das Wort schon beschreibt. Und zwar nochmal Werbung in eigener Sache. Heute kommt unsere neue Kollektion online. Forage auf www.forage-clothing.com haben wir verschiedenste Sachen rausgebracht. Checkt am besten dafür Kostas Video ab. Der hat das Ganze gestern hochgeladen. Wirklich eine kleine Empfehlung, hat das gut beschrieben. Wir haben rausgebracht, wie ihr schon seht hier in dem Foto, dementsprechend den Hoodie, dazu eine passende Hose. Jeweils in Schwarz und Weiß und ein Oversize-T-Shirt, das trage ich gerade auch zum Beispiel hier in Schwarz, auch in Weiß und kommt noch dazu auf jeden Fall eine schwarze Chino, die einen sehr, sehr nicen Fit hat. Ja, und wie gesagt, das ist nochmal Werbung in eigener Sache. Ich blende hier auch nochmal ein paar Fotos ein. Wie gesagt, die Sachen sind sehr nice, kann ich euch empfehlen. Ich trage in dem Hoodies zum Beispiel Größe L, in der Hose trage ich SM. Wie gesagt, ist Geschmackssache alles, aber die Sachen sind jetzt online und deswegen nochmal Werbung in eigener Sache. Und natürlich sind diese Sachen auch in meinen 10 Favorite Pieces der Woche vertreten. Deswegen checkt das unbedingt ab und ja, viel Spaß beim Shoppen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Peace, Leute. Ciao und vielen Dank, dass ihr dabei wart.